So, hallo. Schauen wir erstmal hier unten nach. Irgendjemand Interessantes hier? Nein? Nicht so? So, hier gehen wir mal jetzt noch nicht durch. Dekontaminationskonsole. Aha. Wow. Sam, ist dieses Ding ungefährlich? Ja. Das leichte Klingeln in ihren Ohren ist kein Grund zur Besorgnis. Wie beruhigend. Ich gehe da jetzt mal noch nicht lang. Gehen wir gleich hin. Ich vermute mal, da gibt es noch ein Gespräch zu führen. Wir schauen uns erstmal noch hier oben die Ecke an. Falls hier irgendwas zu finden ist. Aber... Ah doch, hier. Arbiter Vragen. Siehst du mal, mit dem müssen wir auch noch reden. Ich habe schon gehört, dass Sie mich aufsuchen würden und Ihnen ein Datenpad mit unseren Gesetzen in Bezug auf den Krieg vorbereitet. Beherzigen Sie sie. Na klar doch. Obwohl wir einen Feind gegen uns haben, der erst aufhören wird, wenn unsere gesamte Zivilisation nicht mehr existiert, ist es wichtig, dass wir die Grundprinzipien der Moral weiterhin einhalten. Die Ketten müssen unbedingt müssen besiegt werden, aber nicht um jeden Preis. Dass künftige Generationen ohne Angst vor Tod oder Versklavung leben können, verliert jede Bedeutung, wenn diese Freiheit durch Völkermord oder andere barbarische Verbrechen erreicht wurde. Seite 1 von 241. Ja, das ist wahr. Man sollte seine eigene Kultiviertheit, sage ich mal, nicht verlieren, seine eigene Kultur. Sonst hat man am Ende nichts mehr, wofür man noch kämpfen kann. So, schauen wir uns mal kurz um. Halt, 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 halt. Ah, hier, okay. Ephras Steuerkonsole. Diese Steuerkonsole gehört Ephra der Tesha, dem Anführer des angaranischen Widerstands. Na gut, sprechen wir mal hier mit Ruske. Soll ich Team Veron verlegen, um sie abzulösen? Nein. Dafür ist Sektor 9 nicht stabil genug. Ihnen wird in 2 Tagen die Verpflegung und in 3 die Munition ausgehen. Sie müssen sich zurückziehen. Klingt, als hätten Sie ein Problem. Ja, zu viele Kett und nicht genug Widerstandskämpfer. Eines unserer Teams ist schon seit 6 Monaten ohne jeglichen Nachschub im Einsatz. Trotzdem wollen Sie nicht zurückkommen. Sie sagen, Sie stünden kurz davor, einen Kett-Außenposten zu zerstören. Aber ich weiß nicht recht. Oh, das klingt, als ob es was für mich wäre, ne? Wenn Sie es allein schaffen könnten, hätten Sie es längst getan. Schicken Sie ihnen Verstärkung. Ein gebündelter Angriff auf den Feind macht uns an anderer Stelle verwundbar. Aber Sie haben recht. Das ist der schwerste Teil meines Jobs. Danke für den Rat, Pathfinder. Der Feind muss ja nicht wissen, wo du die Kräfte abziehst. Beziehungsweise du kannst ja auch verteilt über mehrere Stellen die Leute abziehen, sodass die Verluste nicht weiter auffallen, nicht ins Gewicht fallen. So, schauen wir mal kurz hier. Rekrutierungsbemühungen in Kadara Port. Ah, ich möchte mehr dazu erfahren. Das wird bestimmt ein Ort, an dem wir noch reisen können. Die Dinge stehen tatsächlich so schlecht, wie wir es befürchtet hatten. Da sich die Deserteure für niemanden außer sich selbst interessieren, sind all unsere Rekrutierungsbemühungen im Sande verlaufen. Ironischerweise hatten wir mehr Glück dabei, die Unterstützung der neuen Aliens zu gewinnen. Eine kleine Gruppe von ihnen hat zugesagt, den Widerstand zu unterstützen und uns über zukünftige Aktivitäten der Cat auf Kadara zu informieren. Es erscheint zwar unwahrscheinlich, dass der Feind den Planeten so leicht verloren gibt, aber vielleicht hat ihnen die Anwesenheit der neuen Aliens ja aus dem Konzept gebracht. Wie auch immer, ich empfehle, unsere Rekrutierungsbemühungen einzustellen und uns stattdessen auf die Infiltrationen der hiesigen Bevölkerung durch Undercover-Agenten zu konzentrieren. Ich werde meinen nächsten Bericht eine Liste potenzieller Kandidaten beifügen. Ruske. Verlustmeldung Volt. Heftige Whiteout-Bedingungen erschweren eine Bestätigung unserer Verluste. Rechnen Sie deshalb damit, dass diese Zahlen im nächsten Update korrigiert werden. Hoffentlich nach unten. Eine Nachtpatrouille in der Loot Run, bla bla bla, okay. Viele Verluste. Ein Verletzter, hauptsächlich in seiner Ehre. Sehr gut. Und die Leute werden nervös. Commander der Tierschärf. Niemand stellt ihre Entscheidungen in Frage und uns allen ist bewusst, dass wir uns, mit noch nie dagewesenen Umständen konfrontiert sehen. Dennoch sollten Sie wissen, dass die Leute in der Kaserne über diese neuen Nexus-Aliens reden. Selbst wenn man außer Acht lässt, wie sie aussehen, riechen und sich verhalten, ist es nur schwer nachvollziehbar, dass wir diesen Dingern genug Vertrauen schenken, um ihnen Zugang zu unserer sichersten Welt zu gewähren. Im Namen meiner Einheit schlage ich vor, dass es dieser sogenannten Pathfinder-Crew untersagt wird, sich ohne Eskorte in der Stadt aufzuhalten. Wir behalten sie natürlich schon jetzt genau im Auge. Keine Sorge, sie bemerken uns nicht.
Aber es wäre einfacher, wenn wir jedem Besucher eine Wache zuteilen könnten, sobald er Aya betritt. Wir hoffen, Sie ziehen diesen Vorschlag in Betracht. Hochachtungsvoll, Woller. Woller? Okay, ja, warum nicht? Seltsamer Name. So, na dann sprechen wir mal mit Aphra und dann sollten wir es auch soweit haben hier. Ich erwarte, dass Sie da draußen gut auf Jarl aufpassen. Das werde ich. Und ich bin mir sicher, er wird dasselbe für mich tun. Da können Sie unbesorgt sein. Sie haben die Moschei gerettet und dadurch seine Loyalität gewonnen. Ich zerbreche mir immer noch den Kopf über das, was Sie in dieser Kett-Einrichtung entdeckt haben. Diesen Aufstieg. Je besser wir die Kett verstehen, desto leichter wird es uns fallen, ihnen weh zu tun. Ja, und je mehr ich erfahre, desto mehr will ich ihnen wehtun. Was kann ich für Sie tun? Was muss ich über Sie wissen, Aphra? Wollen Sie etwa meine Personalakte sehen? Ich wüsste einfach nur gerne, mit wem ich zusammenarbeite. Sie wollen wissen, wie es ist, ich zu sein. Ich wache jeden Morgen auf, um einen Krieg zu führen. Ich schicke andere los, um zu töten und zu sterben. Und wenn ich Glück habe, sind am Ende des Tages mehr Kett als Widerstandskämpfer gestorben. Das ist eine unglaubliche Bürde. Wir haben genug Persönliches besprochen. Sie kämpfen schon lange gegen die Kett. Haben Sie irgendeinen Rat für mich? Ihr Krieg unterscheidet sich von unserem. Dennoch ist es ein Krieg. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Selbst wenn sie es wären, würde das nichts ändern. Die Kett sind kein gewöhnlicher Feind. Wissen Sie, woher sie gekommen sind? Haben Sie irgendwo eine Heimatwelt? Jede unserer Kolonien hat eine andere Geschichte gehört. Aber ich bezweifle, dass auch nur eine von ihnen wahr ist. Sie kamen von irgendeinem weit entfernten Ort. Das ist alles, was wir wissen. Haben Sie je versucht, ein Kettschiff zu verfolgen, um herauszufinden, wohin es fliegt? Natürlich haben wir das, aber wo auch immer Ihre Heimat ist, Sie besuchen sie nicht. Haben die Kett eine bevorzugte Strategie? Irgendetwas, das wir ausnutzen können? Sie ändern ständig ihre Taktik. Es wirkt beinahe willkürlich. Und genau das macht sie so unberechenbar. Sie müssen doch irgendeine Schwäche haben. Sie sind anfällig für rohe Gewalt und das genügt mir. Die Kett sind keine hirnlosen Monster. Sie müssen doch irgendetwas wollen. Sklaven, Ressourcen, Macht. Dasselbe wie alle Eroberer. Sie haben nicht miterlebt, wie sie den Aufstieg vollziehen. Der ganze Vorgang hat beinahe religiöse Züge. Sie verwandeln uns gegen unseren Willen. Das ist keine Religion, sondern ein Genozid. Jede Kultur hat irgendein Ziel. Ihres ist, sich alles zu nehmen, was sie wollen. Die Angara haben kein offizielles Militär, nur den Widerstand. Wir haben unsere Flotten und Armeen vor Jahrzehnten verloren. Hauptsächlich an die Kett. Der Rest fiel internen Konflikten zum Opfer. Wir haben dennoch weiter gekämpft, aber unsere Zivilisten waren unorganisiert, unterversorgt und führungslos. Jahrzehnte der planlosen Gegenwehr brachten uns keinen Schritt weiter. Ich musste einen echten Widerstand aufbauen. Ich habe bewaffnete Uniformierte gesehen. Sie gehören nicht dem Widerstand an, oder? Nein, das ist die Polizei von Aya, aber sie ist reine Dekoration, damit alles hübsch zivilisiert aussieht. Sie halten sie also für überflüssig? Sobald die Dinge wirklich aus dem Ruder laufen, wird sich der Widerstand darum kümmern. Trifft diese Entscheidung nicht die Gouverneurin? Wie ist der Widerstand organisiert? Wir operieren in Zellen. Voneinander unabhängige Einsatzteams haben bessere Chancen. Wenn die Kett Mitglieder einer dieser Zellen gefangen nehmen, bringt das die anderen nicht in Gefahr. Wie kommt es, dass ausgerechnet Sie den Widerstand anführen? Ich habe nichts zu verlieren. Meine Familie wurde entführt und in ein Sklavenlager der Kett gebracht. Das letzte Mal, dass ich mit einem von Ihnen Kontakt hatte, war vor 10 Jahren. Sie könnten immer noch am Leben sein. Ich hätte Sie nicht für einen Optimisten gehalten. Wie erfolgreich verläuft Ihr Kampf gegen die Kett? Die gegnerischen Verluste sind innerhalb von 3 Jahren um 600% gestiegen. Aber das ist nur eine Zahl. Jedes Mal, wenn wir eine Anlage zerstören oder ein Kriegsschiff vernichten, geben wir unserem Volk Hoffnung. Und jetzt kämpfen Sie nicht mehr allein. Wir werden sehen.
Was halten Sie von Ihrer Gouverneurin? Sie ist Gouverneurin von Aya, nicht des Widerstands. Das ist nicht unbedingt eine Antwort auf meine Frage. Haben Sie beide eine Vorgeschichte? Ich kann mich immer darauf verlassen, dass mir Perrin irgendein geistreiches Argument liefert. Sie respektieren sie. Sie weiß sich zu behaupten. Und das kann man nicht von vielen sagen. Ich hoffe, die Initiative hinterlässt einen guten Eindruck. Die Initiative? Das klingt ebenso wenig bedrohlich wie ein Stadtplanungstreffen. Ich denke, so etwas Ähnliches soll sie auch sein. Stadtplaner laufen aber nicht in Kampfpanzerungen und mit geschultertem Gewehr durch die Gegend. Das hängt vermutlich von der Stadt ab. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir sind durch den Orkusnebel gereist, um hier etwas aufzubauen. Das sagen Invasoren immer. Zumindest am Anfang. Wir sind keine Invasoren. Natürlich nicht. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Gut. Tja, Aphra ist ein von vielen Jahren des Kampfes erbitterter Mensch. Nicht Mensch. Angara natürlich, Entschuldigung. Aber er ist verbittert, auch nicht erbittert. Ein sehr verbitterter Kerl, der, naja, nicht viel auf anderes hält als auf seinen Widerstand. Der vertraut halt auch niemanden, wenn er es nicht selbst kontrollieren kann. Hat man so das Gefühl. Ist das hier eine Krankenstation? Und dementsprechend können wir eigentlich schon froh sein, dass er uns überhaupt so weit vertraut, dass er uns machen lässt, ne? Ich nehme an, Sie sind der Mensch, über den alle reden. Falls Sie medizinische Versorgung benötigen, muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich weiß nicht genug über die menschliche Physiologie, um Ihnen helfen zu können. Es sei denn, die Ionenbetten hätten eine Wirkung auf Sie. Ionenbetten? Das klingt ja spannend. Meine Ärztin sollte wissen, wie sie Jarl behandeln kann, falls er verletzt wird. Haben Sie irgendwelche Informationsquellen, mit deren Hilfe sie ihre Behandlungsmethoden erlernen könnte? Wie ich sehe, bedenken Sie jegliche Eventualitäten. Jarl ist in guten Händen. Ich habe verschiedene medizinische Fachzeitschriften über die Behandlung von Angara sowie die Vermeidung von Komplikationen. Sie können sie gerne hochladen, damit sich Ihre Schiffsärztin mit unseren Verfahren vertraut machen kann. Klingt gut. Was ist das Besondere an diesen Betten hier? Sie sind mit negativ geladenem Ionengel gefüllt. Das Gel interagiert mit unserer natürlichen Elektrizität und beschleunigt dadurch den Heilungsprozess. Denken Sie, das würde auch bei anderen Spezies funktionieren? Ohne Bioelektrizität wird es nicht von allzu großem Nutzen sein. Es könnte höchstens ein wenig schmerzlindernd wirken. Selbst das wäre ja schon nicht schlecht, ne? Ihre Spezies ist also elektrisch geladen? Unsere Körper produzieren und speichern Elektrizität, die wir als Energiestoß freisetzen können. Wir nutzen diese Fähigkeit zur Kurzstreckenkommunikation, zur Heilung und sogar im Kampf. Ich muss zugeben, die Erkenntnis, dass Ihre Spezies dazu nicht in der Lage ist, hat mich überrascht. Einige von uns sind Biotiker. Das ist in gewisser Weise ähnlich. Interessant. Ich würde diese Biotiker gerne einmal untersuchen. Einer steht vor dir, aber muss jetzt nicht sein. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Ishare. Ich finde schön, dass die alle so hilfsbereit sind, wenn man einfach nur mal fragt, ne? Also ist ja auch in Wirklichkeit so, man muss halt fragen, um Hilfe zu bekommen. Wenn man das nicht macht, naja, dann kriegt man auch keine Hilfe. Und wenn man fragt und der andere einem nicht helfen will, naja, dann bekommt man halt ein Nein, das ist auch nicht so schlimm. So, aber sonst ist ja niemand, mit dem man reden kann. Dann schauen wir mal noch, wo es hier hingeht. Und dann... Ah, schön, hier Sie ist Sora. Sieh mal an. Ich wünschte, ich dürfte mitmachen. Ich könnte etwas Training gebrauchen. Ah, hier unten ist eine Trainingsanlage. Ich werde ständig angestarrt. Wie auf Tessia bei der Ausbildung zur Asari-Elite-Soldatin. Wir sind die Aliens. Für einige Angara sind wir die einzigen Menschen, die sie jemals sehen werden. Das ist schon was Besonderes. Was auch passiert, wir werden es besser machen als die Cat. Na, davon gehe ich aus. Auf meinem Weg hierher habe ich einige weinende Angara gesehen. Ob sie wohl vom Aufstieg gehört haben? Ich wollte anhalten und etwas sagen. Aber was soll man da schon sagen?
Wohl wahr. Das ist... Okay. Interessant. Auch spannend zuzuschauen hier. Ich hätte einen Stuhl mitbringen sollen. Du kannst dich ja auf die Balustrade setzen hier. Spektakulär, nicht wahr? Von einer Welt wie Aya haben wir immer geträumt. Wir haben Glück, dass die Angara uns willkommen geheißen haben. Ryder? Gut, sind wir durch. Okay, noch mit der Quartiermeisterin reden und dann haben wir diese Siedlung in Aya erstmal soweit abgearbeitet. Pathfinder, Ephra hat Ihnen den Kauf von Waffen gestattet. Trotz meiner Einwände. Das ist sehr schön. Ich muss sagen, ich bin wirklich erfreut darüber, wie Ephra mit uns zusammenarbeitet. Alles, was ich kaufe, kommt im Kampf gegen die Cat zum Einsatz. Sie kämpfen zwar gegen unseren Feind, aber das macht sie noch nicht zu einem von uns. Vergessen Sie das nicht. Ich will auch keiner von euch sein. Ich will euch nur helfen. Gut, also auch hier, Waffen sind auch Stufe 5 alle. Das werde ich mir irgendwann mal anschauen. Bei Gelegenheit. Aber nicht jetzt. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal hier Schnellreise. Kann ich die denn so machen, die Schnellreise? Ja, das geht. Warte mal, ist das der richtige Ort? Genau, ja. Gut, dann reisen wir da mal kurz hin. Gehen noch kurz das letzte Infomodul besuchen, um da die Nachrichten einzusammeln. Und ich weiß nicht, ob wir danach eine Belohnung abräumen müssen oder wie genau das jetzt gedacht war. Ansonsten können wir dann natürlich das Shuttle benutzen. So. Nachrichtenterminal hieß es, nicht Infomodul. Warum sind sie hier? Ja, Fragen, warum wir hingekommen sind. Betreff Fragen, sind sie überhaupt verschiedene Spezies? Bla bla bla. Was, nur für genetische Konstrukte, die verschiedene Aufgaben erfüllen? Wie ist das denn gemeint? Lassen Sie Aval in Ruhe, teilen Sie Ihre Errungenschaften. Sie können uns helfen, an einem Ort zu gelangen, dem der Feind uns nicht folgen kann. Wir haben genug gelitten, geben Sie uns die Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich versuch's. Gut. Damit haben wir alles eingesammelt. Mal sehen, ob es jetzt noch eine Nachricht gibt, wo wir hin müssen oder irgendeine Aufgabe. Aber ich vermute mal, wir sollten jetzt einfach bloß sammeln und damit hat sich das schon erledigt, oder? Da scheint nichts mehr nachzukommen da oben. Gut. Noch eine Schnellreisestation. Ah ne, das ist ja die, an der wir gerade waren, ne? Okay, bevor wir jetzt uns zum Gewölbe aufmachen, hier mit dem Shuttle, werde ich nochmal eine ganz kurze Pause machen und wir sehen uns gleich wieder. Na gut, dann wollen wir mal schauen, was es beim Reliktgewölbe so alles zu entdecken gibt. Seit über 20 Jahren mit niemandem mehr hier. Es gab immer eine aktive Anzeige für Aya, aber wir konnten nie etwas tun. Okay, mal sehen. Sam? Ich hoffe, wir machen nichts kaputt hier, ey. Ja, das ist neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Ich denke, die entscheidende Frage ist, was ist anders? Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... Sind sie nicht miteinander verbunden, sondern mit diesem Ort? Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Diese Entdeckung könnte alles verändern. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist.
Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann. Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Der Archon ist eine Gefahr und wir lassen uns von niemandem beherrschen. Sie brauchen diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist. Ich rede mit Ephra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal erwähnt hatte, aber ich meine mich zu erinnern, dass der Kopfschmuck des Archons genauso aussieht wie dieser Kopfschmuck von der Maushai. Kann es natürlich auch bloß Zufall sein, aber ich meine, sie wird bestimmt ein umgewandelter... Wobei, nee, der Archon ist ja ein bisschen anders, ne? Oder war das der Anführer in dieser Aufstiegseinrichtung gewesen? Das kann natürlich auch sein, dass es der war, der so ein Ding getragen hat. Wer weiß. Gut, wir benutzen die Schnellreise. Wir sind ja praktischerweise jetzt schon einmal dort gewesen. Das heißt, wir können jetzt uns auch schnell vorwärts bewegen. Und gehen mal zu Ephra, um zu schauen, wie wir da jetzt weitermachen können. Ob wir tatsächlich das Schiff jetzt lokalisieren können vom Archon. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, dorthin zu gehen. Denn... an sich sind wir wohl die Einzigen, also Ryder ist mit Sam vermutlich der Einzige, den der Archon haben werden können. Es war unrecht, mich im Dunkeln zu lassen. Es ist eine laufende Ermittlung, sollte nicht respektlos sein. Wusste es Jor? Natürlich nicht. Und der Mensch auch nicht. Ich hätte Sam für mich behalten können. Das ist was anderes. Geht sie nichts an. Jetzt schon. Wir müssen das Flaggschiff der Cat finden. Sagen Sie ihm, was wirklich passiert ist. Moschei, bitte. Das könnte unser einziger Weg zum Archon sein. Einer meiner Männer hat den Cat geholfen. Der Widerstandskommandant Bane Tarif. Der Archon wollte ihr Wissen über die Reliktech. Warum sollte Wen sie verraten? Ich weiß nicht. Darum habe ich nichts gesagt. Ich werde ihn ergreifen. Dann wird er für seine Tat büßen. Wissen Sie, wo er ist? Kedara Port. Meine Kontakte jagen ihn. Kontakte? Sie können dort niemandem trauen. Das sind alles Verräter. Angeführt von Exilanten. Aus ihrer Galaxie. Wen könnte wissen, wo der Archon ist? Und sein Schiff? Wir können das nicht Abtrünnigen überlassen. Ich bin noch neu in der Galaxie. Wo genau ist Wen hin? Kedara Port ist ein Handelsposten. Wir haben ihn verlassen, als die Cat einfielen. Einige von uns gingen zurück. Sie unterstützen Aya nicht. Wie kommen Exilanten von der Nexus dorthin? Pech. Für alle. Ich brauche die Reliquie nach Meridian und ich habe meine Leute im Griff. Ich mach das. Gefällt mir nicht. Mir egal. Der Pathfinder hat recht. Ich sende meine Akte über Kedara an ihr Schiff. Unser Verräter könnte etwas wissen. Wir brauchen ihn lebend. Das liegt bei ihm. Viel Glück, Pathfinder. Und Ephra, wir sind noch nicht fertig. Tja, tja, Ephra. Du bist schon ein störrischer Typ. Aber am Ende hilft er uns halt trotzdem, ne? Das ist halt das, was ich gut finde. Er fügt sich dann letztendlich. Den Planeten aus der Überwachungsaufnahme finden. Okay, wir haben da jetzt also noch einen Treffer für Drugs Aufgabe. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen was zu tun. Also ich glaube, jetzt haben wir ein paar Möglichkeiten wieder offen. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch ein paar neue Ziele für uns. So, und da drüben gibt es auch eine neue Aufgabe bei Mariko. Sonst noch irgendwo? Nein, sieht nicht so aus.
Dann gehen wir da mal fix hin und holen uns noch die neue Mission ab. Ich hab doch gesagt, vermutlich kommen wir dann bald nach Kadaraport und zack, schon ist es soweit. Ich meine, hier gab's ja jetzt mehr als genug Hinweise auf diesen Ort, von daher war das jetzt naheliegend, dass wir da jetzt bald mal hinkommen.